Und damit herzlich willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatute beim Clan Two Warriors. Ja, wie ihr seht, wir sind wieder mitten im CK und ich komme auch gleich live rein. Das ist natürlich super. Das ist eigentlich nicht so geplant, aber wir gucken mal rein. Ich wollte ja ein Event mit euch spielen, das mache ich auch noch. Aber wenn wir schon mal da sind, sage ich immer, dann nehmen wir das doch mal mit. Und wir sehen hier allerdings einen Angriff auf eine unserer Bases von dem, man kann es nicht lesen, Punkt 15, Persian Rock heißt der Clan, gegen den wir zurzeit antreten. Und wir sehen hier ein, Queen War kann man ja nicht sagen, sondern eher einen Queen Gang, der jetzt schon endet. Und jetzt kommt er oben schon mit den Loons. Ich bin heute über ein Mobile Device online. Deswegen kann ich das so ein bisschen mit rein scrollen hier eigentlich ganz schön. Das kann ich zwar am PC auch machen, aber hier kann ich es viel, viel genauer machen. Aber er kommt jetzt gut hier mit den restlichen Truppen rein, sehe ich gerade. Und mal gucken, ob das reichen wird mit den vielen Lakaien und den Loons. Das sieht aber noch ganz gut aus. Und der Dan ist allerdings auch ein RH 9,5. Das heißt, er hat keine X-Bogen. Und ich denke mal, wenn der Gegner hier nicht alles verkehrt macht, was er jetzt scheinbar nicht macht, dann wird das hier in jedem Fall ein 3-Stern. Ja, das sieht gut aus. Eine Minute noch Zeit, noch ein Giftzauber, alles cool. Für den Gegner, leider. Ja, kann ich nichts machen. Und wir haben noch keine Angriffe hier. Ich muss mir mal ausgucken. Ich bin im Moment mit dem Avatar dabei. Da muss ich mal schauen, auf welcher Posi ich bin. Ich bin 16, mal gucken, wir gucken uns mal den 16er an. Mal sehen, ob ich den später angreife, aber ich glaube, ja, das ist so eine typische Farmbase eigentlich. Ja, die kann man gut machen, außer Luft allerdings, na doch, kann man ganz gut machen, denke ich mal. Indem man hier vielleicht über die Lager mit seinem Killsquad reinkommt. Zwei Kanonen, zwei Golems, ich sag's nochmal, Mario. Entschuldigung. Es tut mir leid, dass ich immer zwei Golems benutze im Clankrieg und ich habe mich letztes Mal wirklich beschissen benommen. Also ich habe wirklich einen doofen Spruch abgelassen. Da hast du nicht ganz Unrecht, aber ich war sowieso nicht gut drauf an dem Tag und dann habe ich noch einen scheiß Angriff hingelegt. Und dann sagt einer, Mann, zwei Golems, ja, ich wollte eher schreiben, nächstes Mal nehme ich 4 mit oder 5. Aber ich habe da einen blöden Spruch dagelassen, habe mich eigentlich auch gleich im Chat dafür entschuldigt. Ja, weil jeder weiß ja mittlerweile, wie ich so ein bisschen zu nehmen bin und ich weiß auch, wie ihr zu nehmen seid. Also seh es mir mal nicht nach und ich entschuldige mich ganz höflich bei dir, dass ich dich damit angegriffen habe und mit meinen blöden Sprüchen auch abgenervt habe und du kannst uns auch weiterhin mit deinen Sachen abnerven, weil die sind nicht nervig, aber ich habe es jetzt doch öfter schon mal gehört. Mit diesen zwei Golems im Golaloon. Ich werde sie weiterhin mitnehmen, weil mir einer einfach nicht reicht. Wenn viel Feuer in der Base, Entschuldigung, dann verreckt mir da einfach ein Golem viel zu schnell und ich habe einfach nichts mehr in der Base. Und deswegen nehme ich immer zwei mit. So. Aber trotzdem, an der Stelle wollte ich mich entschuldigen und wollte das einmal gesagt haben. Aber was wollen wir eigentlich machen? Wir haben hier ja ganz hart das Miner Event und das wollte ich heute mit euch spielen. Die Jungs sind ja unter Tage, so wie es auch im Thumbnail steht. Aber mal gucken, ich habe sie ja noch nicht auf Level 2, also ich habe sie nur auf Level 1. Und das kann natürlich grenzwertig sein, auf 10er Basis würde ich die fast sowieso nicht loslassen. Aber ich würde sagen, wir gucken uns mal einen Gegner aus, na, vielleicht einen coolen 9er oder so. Oder so ein 8er hier, na, ein 8er ist ein Opfer. Allein schon für meine Queen. Aber ich denke mal, so einen können wir auch machen. Ja, so einen können wir auch machen. Denn der Kollege hier hat die Infernos nicht aktiv, hat da hinten die beiden Bohrer. Und ich würde sagen, wir starten hier oben an der Stelle, dass wir die schon mal sicher haben. Denn wir brauchen das Dunkle für unseren King. So, mal gucken, wie wir hier reinkommen.
Ich habe in der Clanburg 8 Magier und 3 Bogenschützinnen. Okay. Mal gucken, wie die Queen jetzt hier geht. Jetzt haben wir schon mal 2 Bohrer. Damit haben wir das Dunkle schon mal sicher. Und wir müssen aber gewinnen, damit wir hier die Punkte einheimsen. Und ich komme mal hier jetzt mit 2 Mauerbrechern. Habe ich gedacht, ich komme mit 2 Mauerbrechern. Okay, da brauche ich 3. Aber jetzt sind wir in der Base drin. Und das ist natürlich super. Ich habe nichts, was ich jetzt noch über eine Flanke schicken kann. Das ist jetzt so ein bisschen mein Problem. Denn eigentlich nimmt man hier so ein paar Riesen mit oder hat irgendwie Golems im Gepäck. Aber was ich jetzt einfach mal mache, ich ziehe jetzt einfach mal noch die Mauerbrecher hier nach und verteile hier jetzt meine ganzen vielen Bowler. So, die Queen darf mir da aber nicht sterben. Und ziehe jetzt noch ein bisschen Bowler nach. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich mit denen reinkommen soll, muss ich sagen. Ich setze hier mal ein Heil, dass die hier in jedem Fall mit im Heal sind. Die Queen lasse ich da hinten mal so durchlaufen. Und ziehe hier aber jetzt mal ein Babydrachen nach. So, gucken wir mal, wie die Miner hier weiter so durchkommen. Ich meine, es sind Level 1 Miner. Und dass die jetzt nicht so fürchterlich weit kommen, ist mir schon klar. Erst recht nicht an der Stelle, wo hier ein King und eine Queen noch warten. Dann setze ich hier jetzt mal einen Wut rein. Mal sehen, ob das überhaupt was bringt. Das weiß ich gar nicht. Aber sieht noch ganz gut aus. Und mal sehen, ob ich meine Clanburg überhaupt gebrauche hier an der Stelle. Ja, mal gucken. Ich glaube, die Clanburg kann ich mal hier setzen. Ich setze hier jetzt auch mal meine restlichen Truppen. Dann lenken die einfach ein bisschen ab. Auch wenn die sterben. Das macht nichts. Meine Queen geht noch ganz gut durch hier oben. Das sieht noch ganz gut aus. Die Miner sind auch noch aktiv. Ich weiß gar nicht, wie viel es noch sind. Ja, es sind ja noch eine Masse. Und ich würde fast sagen, da es doch zu viele Miner sind für diese Base hier, haben wir die gerockt. Ja, dass ich so ein paar Pluspokale mache hier, glaube ich, ist ganz klar bei solchen Events hier. Und ich habe hier jetzt auch alles verbraucht, das macht aber nichts. Denn ich brauche ungefähr zum nächsten Update meiner Truppen 7 Mille Elex und eigentlich gar kein Gold. Jo, das ist super. Jawohl, das sieht wunderbar aus. Das sind in jedem Fall 3 Sterne. Ja, jetzt kommen wir von den Pokis ein bisschen höher, aber schöner Lot hier. Ja, ich hatte das schon gesehen, wie die anderen so angreifen mit diesen Truppen hier. Und jetzt habe ich allerdings wie das oftmals so ist, warte mal, ob ich den Gift nicht spenden kann. Riesenwut, Riesengift, Frostzicker, ja, das kann ich gleich noch geben. Riesen habe ich allerdings im Moment, ja, ich habe nur 2 Riesen, das ist zu wenig, deswegen machen wir das so, wir nehmen hier einmal den Giftzauber raus, dann kommt eigentlich der Heilzauber nach. Da ist er schon. Und ich kann direkt die Truppe hier einmal komplett durchtrainen. Und wir können gleich im Anschluss einen zweiten Angriff machen. Also war jetzt wirklich nicht schlecht. Als kleines Dorf-Update gibt es hier auch etwas zu sagen. Und zwar, ich habe meine erste Kanone auf Level 13 maxed out. Das finde ich nicht schlecht, muss ich sagen, weil dass meine erste Erddev ist, die überhaupt hier Max für RH10 ist. Ihr seht daneben, ein Tag 23 Stunden, dann ist mein König auch auf Level 39 und ich habe aktuell 80.000. Ich muss mal nachschauen, wie viel ich brauche, um den auf 40 zu bringen. Fordere jetzt aber mal ein paar Truppen an und zwar würde ich sagen, ich gucke mal, ich habe hier keinen Sprungzauber, ja, dann ist es mir auch egal. Dann ist es mir auch egal, dann kann ich irgendwas anfordern. Und dann sehen wir uns gleich in jedem Fall bei meinem zweiten Angriff. Ich mache mir die CB eben voll und dann rocken wir weiter unter Tage. Jo, ich sehe gerade, dass ich eigentlich meinen zweiten Miner-Angriff machen wollte, aber der Hank greift hier die Nummer 12 an. Und wir gucken mal, wie der Hank sich hier schlägt. Der Hank entscheidet sich hier für einen, so wie ich das sehe. Ich bin jetzt ein bisschen später reingekommen. Queen Walk mit Bowlern. Also mit Bowlern dann als Resttruppe. Da muss ich kurz mal innehalten. Oh, die Queen ist schon unten auf dem letzten Sticken und
Stimmt leider auch jetzt. Aber mal gucken, wie sich die Bowler jetzt noch schlagen. Die CB vom Gegner ist noch nicht raus oder ist sie schon raus? Ah, ich glaube, die hat er gelockt. Ich glaube, die hat er gelockt an der Stelle und kommt jetzt hier aber gut in die Mitte rein. Und was ihr mir auf jeden Fall mal bitte in die Kommentare schreibt, wenn ich hier mit Mobile Devices aufnehme, ich habe das ja gesagt, dann habe ich selber so ein bisschen das Gefühl, dass es A, so ein kleines Delay gibt und B, die Qualität auch nicht so gut ist. Ich bin mir da nie ganz sicher. Ich meine, ich habe hier ein relativ gutes Handy, mit dem ich zurzeit streame. Aber das Ganze geht ja noch dann über so eine, über so ein HDMI-Splitter, so dass das HDMI-Signal hier unverschlüsselt weitergegeben wird und geht dann in eine Elgato rein, die das ganze Signal letztendlich auffängt. Und da habe ich das Gefühl, da gibt's doch starke Qualitätsverluste. Aber ihr könnt mir das mal reinpinnen. Ich bearbeite das natürlich auch noch ein bisschen leicht nach, wenn ich sehe, Mensch, da ist ein bisschen Unschärfe drin und so. Aber dennoch weiß ich nicht genau, ob das jetzt so gut ist, wie ich das hier mache. Gerade an den Mobile Devices tue ich mich ein bisschen schwer, das Ganze mit aufzunehmen und hier mit live zu streamen. Aber wir haben die CB voll und entschuldigt, dass ich nochmal in den CK reingehen muss. Ah, okay, das war unser erster Angriff. Ja, das ist aber in Ordnung. 2 Sterne, Hank, da super. Und wir gehen trotzdem einmal in das Miner-Event wieder rein. Ich habe 7 Miner bekommen. Das ist natürlich super. Also Max Miner, ja, die sind schon nett. Und deswegen suchen wir uns gleich einen Gegner, den wir hier vernatzen können. Na, gucken wir mal. Also eigentlich wäre mir ein schöner Neuner immer rechter als so ein starker Zehner hier. Ja, aber ich meine, ich habe einen Fries dabei und habe auch eine hoffentlich starke Queen dabei, aber... Ja, ich muss ja nicht unbedingt irgendwas machen, was jetzt Infernos hat. Wir brauchen nach wie vor richtig fett Dunkles. Letztendlich ist es egal bei dem Event. Der hat natürlich richtig fett Gold für uns. Und zwar genau geradig. Geradeaus quasi, so würde ich das mal bezeichnen. Und hat seine Queen hier außen. Natürlich top, ja, dass die uns überhaupt nicht in die Quere kommen kann. Und deswegen 2,5. Mit dem Bonus. Machen wir. Wir machen als erstes die Queen hier weg. Dann ist sie schon mal Geschichte, denke ich mal. Und gucken mal, wie die Queen hier weitergeht. Ich habe die jetzt einfach gesetzt. In der Hoffnung, dass wir hier ein kleines Stück weiterkommen. Ich muss sie jetzt schon mal ragen hier. Denn, was kommt denn da? Okay, oh, eine Riesenbombe, toll. Ich wollte die Queen eigentlich nicht zünden, muss ich auch nicht. Das ist natürlich super an der Stelle. Und die kriegt natürlich jetzt echt Feuer, ey. So viel Feuer habe ich schon lange nicht bekommen und deswegen muss ich sie jetzt auch zünden. Rage hier nochmal. So, okay. Ich würde trotzdem sagen, wir kommen hier mit den beiden Riesen rein. Und nur wie ich jetzt mit den Riesen in die Base komme, weiß ich natürlich nicht. Das macht aber nichts. Das, was ich mache, ich ziehe hier jetzt schon mal meine Clanburg rein und aus dieser Richtung hier die Miner. Und zwar alle. Ja. Jetzt kriegen die hier schon mal Heilung. Die sollen mir ja nur das Dunkle holen und vielleicht auch das viele Gold. Nein, wo gehen denn die Heiler jetzt hin? Die Heiler gehen auf die Miner. Okay, dann freezen wir hier einmal, auf dass die Miner jetzt schnell an den Inferno gehen. Und denn meine Queen ist da hinten. Ja, danke schön. Hoffnungslos verloren. Da hatte ich wohl doch nicht alle meine vielen, vielen Chats auf stumm gestellt. Aber wir haben die Masse des Goldes. Und es geht ja noch ein bisschen weiter. Wir scrollen mal rein, ob die noch das Rathaus schaffen. In dem Heil, ja. Der Inferno könnte noch ein Problem sein, ist aber ein Single. Das kommt uns ein bisschen entgegen. Rathaus ist da. Gut. Und die Miner gehen jetzt auch nochmal auf den Inferno drauf. Einige sind hier unten noch am Lager. Ja, nochmal ein Lager. Ja, super. Oh, hier sind ja noch mehr. Alter, sind die verstreut. Das ist ja voll die Miner-Flut hier. Das hätte ich auch nicht so gedacht. Donnerwetter, ich spiele die Miner wirklich selten. Deswegen habe ich sie auch noch auf Level 1. Jetzt werden sie aber hier nochmal geheilt. Ja, das ist... Ah, was soll ich dazu sagen? Es ist nicht schlecht.
Jetzt machen die hier noch die La weg. Schade, ein kleines Ticken, kleinen Ticken zu spät. Aber ich würde trotzdem sagen, Junge, Junge, die haben durchgerockt hier. Jawohl, da ist nochmal weg. Ja gut, die Skellies sind jetzt nervig. Jetzt kriegen die Beschuss. Aber trotzdem gut gerockt hier. Schade, das Lager hier mit 99 nicht ganz gekriegt. Und mal sehen, was die jetzt noch bekommen hier. Oh, ob die drei, vier meiner... Ah ne, jetzt gehen die erst auf... Okay, geht aufs Lager. Ja, holt mir noch den Rest raus. Und jetzt geht er vielleicht doch noch einmal auf den Inferno, denn dann ist wirklich alles weg hier. Und ihr könnt euch auf den Rest konzentrieren, aber die Zeit war um. Okay, oh, super. Ja, sauber. Echt geiles Event mal wieder. Und krasse Sache. Ah, wir haben CK-Angriff. Auch gleich auf unserer Seite. Noch viel besser. Es ist der Ragnar. Ragnar, unser 3-Sterne-Garant aus dem unteren Bereich der Rathaus 9er. Und er hat es mir zwar versprochen, aber er macht's nicht. Ihr wisst schon was. Die Queen. Immer noch auf Level 9. Na, mal gucken, wie er durchkommt. Kann schon mal gut giften. Schöne offene Base hier. Eigentlich wie gemacht für seine Truppen. Mal schauen, wie wir hier so durchkommen. Beziehungsweise wie der Ragnar hier so durchgeht. Aber die Riesen gehen natürlich schön verteilt. Jetzt rechts, links. Durch die Base durch hier mit den Bowlern. Und jetzt ist die Hälfte der Base schon mal fast weg. Er kommt hier, naja, Surgical würde ich nicht sagen, Hocker, aber sie sind leicht verteilt gesetzt. Vielleicht trainierst du das einfach mal, die so ein bisschen so punktual zu setzen. So immer zwei, drei Stück pro Def. Und so, dass sie immer ein bisschen weiter reiten, denn die waren echt jetzt gut abgelenkt. Mal sehen, was hier jetzt noch in die Mitte geht. Ah, die Queen wollte gerade in die Mitte. Wieso gehst du da nicht weiter? Da geht's doch weiter, Queen, in der Mitte. Sieht aber noch gut aus. Es sind zwar jetzt keine Bowler mehr da, aber es sind noch Riesen da. Jetzt gehen die Hawks in die Mitte. Ah, kriegen nochmal... Ah, super. Der letzte Heil ist natürlich gut gesetzt hier, weil die können jetzt nicht anders als auf die Dev gehen, da sie auf Dev-Gebäude gehen. Ja, sauber. Das sind schon mal die Tesla gewesen. Und jetzt sind es nur noch zwei Dev-Gebäude hier. Ja, toller Angriff hier live. Ja, finde ich immer gut. Das ist auch der Grund, weswegen ich ja manchmal ein bisschen später aufnehme und meine Folgen dann ja manchmal ein bisschen knapp erscheinen, weil ich halt viel mitnehmen will aus den Clankriegen. Dann sitze ich natürlich noch ein bisschen den Abend hierbei, um das Zeug für euch zusammenzuschneiden, aber das macht nichts. Und wenn ich die Live-Angriffe hier mit reinkriege, umso besser, umso schöner, gar keine Frage. Ja, super. Super 3 Sterne hier von Ragnar. 19 auf 19, ja, kleiner 20er Clankrieg, da macht man gerne erstmal den Gegenüber. Und ich hatte jetzt ja eben auch schon, das habt ihr nicht gesehen, angekündigt, dass ich mein Gegenüber hier in jedem Fall mit dem Avatar mache. Das bereite ich mal vor, aber ich wollte mit dem Avatar auch noch so ein, zwei Trainingsfights machen und mache dem Ragnar jetzt aber, nachdem meine Bowler hier fertig sind, Bowler, ich habe mich auch im ersten Teil schon versprochen, Bowler, nein, Bowler sind hier meiner, also auch im ersten Kampf habe ich glaube ich gesagt, dass meine Bowler hier ganz gut gehen, nein, es sind natürlich meine Miner und ich baue jetzt aber schon mal ein paar Bowler für den Ragnar nach und lasse dann später nochmal meine Miner-Truppe hier los. Wir haben jetzt schon zweimal im Event gewonnen, also ist ganz locker und ja, machen Laune, aber ich nutze sie halt nicht ganz so viel und bin aber ganz gut eigentlich bei der Farmgeschichte bei, in einem Tag und 2 Stunden, 19 Minuten und ein paar Sekunden sind meine Babydrachen auf Level 3 fertig. Ah, jetzt lässt man sich natürlich so ein bisschen von meiner Event angiften und sagt, ah, mache ich die jetzt mal auf 2, Mensch, die sind ja vielleicht doch gar nicht so schlecht und einzusetzen, aber ich denke mal, ich habe jetzt schon über 6 Millionen angespart, ich werde den Babydrachen in jedem Fall auf Level 4 bringen, hier direkt durch. Dann, ich glaube, der läuft dann 12 Tage und dann habe ich auch erstmal wieder 12 Tage Ruhe, denn ich habe im Moment nur einen Bob frei. Jetzt muss ich mal selber gucken, ein Tag 23, ja, mein König. Mein nächster X-Bogen ist auch dann schon in fast 2 Tagen fertig oder mein erster X-Bogen auf Level 4. Mortar läuft noch, Kanone neu angestoßen. Ja, das Einzige, was ich im Moment nicht mache, ja, Dankeschön, ist, dass ich hier keine Mauern mache, aber
Das ist jetzt nicht ganz so tragisch, die kann ich immer noch nachmachen. Ihr habt noch Zeit genug, die Mauern hier zu machen. Und würde sagen, ich fordere noch ein paar Truppen an. Mache das Event noch zu Ende. Und wenn ihr mehr Clash of Clans von mir sehen wollt, dann hinterlasst mir das in den Kommentaren. Wenn euch das Video hier vor allen Dingen gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Und ich verbleibe. Bis die Tage. Euer Toto. Clasht.